machen heute ein Kniebeuge-Tutorial. Das ist meine Schwester. Die hilft mir dabei. Das heißt, die wird da ein bisschen was vorzeigen. Und ich erkläre dabei was. So, erstmal erkläre ich euch ein paar Anfangsschritte. So, den ersten Schritt ist erstmal die Fußstellung finden. Das ist bei größeren Leuten, das ist oft so, die tun sich leichter, wenn sie sich ein bisschen breiter hinstellen. Allgemein würde ich empfehlen, immer ungefähr schulterbreit versuchen, sich hinzustellen. Das kommt dann halt auf die Beweglichkeit drauf an. Wenn man sich da am Anfang ein bisschen schwer tut, ist es meistens leichter, erstmal ein bisschen breiter anzufangen. Aber ich würde probieren, dann halt immer versuchen, ein bisschen weiter nach innen zu wandern, dass man irgendwann hier ungefähr so schulterbreit steht. Das finde ich am besten. Gibt der Übung auch den besten Kraftübertrag und die beste Kraftentwicklung. Wenn man da zu breit steht, nimmt man sich ein bisschen Kraft aus dem Quadrizeps nämlich raus. Hier vorne der. So, ich nehme jetzt halt hier eine Fersenerhöhung, die nehme ich jetzt, weil meine Fußgelenke schon ein bisschen kaputt sind, von der Turnerei und so hatte ich einige Bänderrisse. So, was wir jetzt probieren, schulterbreit, die Fußspitzen zeigen ganz leicht nach außen, nicht zu extrem, und der wichtigste Punkt beim Kniebeugen ist jetzt, dass die Knie immer zu den Fußspitzen zeigen. Ja. Okay, das erreichen wir, indem wir versuchen, unser komplettes Bein nach außen zu drehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, brauche ich meine Füße nicht bewegen, um das Bein nach außen zu drehen. Ich kann das ja trotzdem so ein bisschen hier drehen. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinstelle, das Bein leicht nach außen drehen, und wenn wir da die Spannung behalten, wenn die Knie niemals nach innen kommen. Außen drehen gelassen. Okay, dann der zweite Punkt. Das ist ein etwas umstrittener Punkt jetzt eben. Da geht es jetzt darum, die Knie über die Fußspitze zu schieben. Da wird halt oft gesagt, das soll man vermeiden und dass das halt dann sehr ungesund ist. Das ist auch natürlich, umso mehr wir unser Knie über die Fußspitze schieben, umso mehr Druck kommt auch aufs Knie. Das Ding ist aber, wenn wir das kontrolliert machen und eben die Spannung in der Muskulatur halten und das Gewicht mit der Muskulatur kontrollieren, dann schafft das das Knie auch und da passiert nichts. Wenn man halt eben schön tief runter will und viel Lasten bewegen will, da muss man einfach mit dem Knie ein bisschen drüber. So, die Erhöhung zum Beispiel ist auch ein Grund. Bei mir ist es eben so, durch die Bänderrisse und die Verletzungen ist mein Fußgelenk halt nicht mehr so beweglich. Also ich komme gar nicht weit drüber oder ich komme fast gar nicht drüber mit dem Knie. So, deswegen brauche ich jetzt hier auch da eine Fersenerhöhung. Wenn ich zum Beispiel Kniebeugen mache, was ihr in vielen Videos seht, ich benutze halt Gewichtheberschuhe. Die sind halt hinten 2,5 cm höher wie normal, das reicht dann. Und das würde ich auch empfehlen. Gewichtheberschuhe zum Kniebeugen machen ist eine gute Sache, weil die geben allgemein auch eine sehr gute Stabilität, weil die einfach auch eine feste Sohle haben und da wackelt man nicht hier so rum. Wenn ich jetzt runtergehe, ich gehe immer erstmal, also ich knicke immer erstmal mit der Hüfte ein. Wenn wir erst mit dem Kniebeuger, sag ich mal, die Bewegung anfangen, dann wird das hier zu krass, ja. Das ist dann halt schon ein bisschen zu viel. Deswegen versucht man immer erstmal aus dem Hüftbeuger hier anzufangen. Wenn ich jetzt runtergehe, dann sind die Knie zwar ein bisschen drüber, aber das ist vollkommen legitim, das ist kein Problem. Ja? Natürlich sollte man immer gucken, dass man das Gewicht kontrolliert. Das ist das Allerwichtigste. So, der dritte Punkt ist der Rücken. Das ist natürlich auch wichtig, wenn wir hier Gewicht drauf haben. Ich meine, so, ist kein Problem, die kann man machen ohne Gewicht. Wenn jetzt aber Gewicht drauf kommt, dann muss man versuchen, den Rundrücken rauszubekommen. Das heißt, hier Spannung halten, Arsch ganz leicht raus und versuchen immer, einen geraden Rücken zu haben. Ja? So, der nächste Punkt ist Buttwink, nennt man das. Und der Buttwink, das ist das, wenn der Po sich nach unten einrollt. Das sollten wir auch vermeiden. Das ist aber auch
bei jedem ein bisschen anders. Das kommt halt auch darauf an, wie der Hüftknochen hier in der Hüfte drin sitzt. Bei manchen geht das fast gar nicht zu vermeiden und so weiter. Da muss auch jeder für sich ein bisschen gucken. So. Meistens liegt das aber eben an der Spannung im Rücken. Das heißt, wenn ich hier runter gehe und hier unten die Spannung verliere, dann rollt sich mein Po nach innen ein. Deswegen immer versuchen, den Po hier nach oben zu ziehen und die Spannung hier im Rücken zu halten. Ja, und das wäre dann zum Beispiel eingerollt. Spannung im Rücken, Po nach oben ziehen. Und ganz unten die Spannung halten, so. So, am Anfang natürlich wichtig, nicht zu viel Gewicht nehmen und die Übung erstmal lernen. Das Problem ist dann oft, wenn man zu viel Gewicht hat, dann versucht man, sich irgendwie hier so zu hoch zu arbeiten. Das heißt, der Rücken kippt nach vorne. Wenn ich nämlich eben hier, so, und dann kann ich zum Schluss vom Rücken die Hand hochheben. Das müssen wir auch vermeiden. Wichtig ist, runtergehen und jetzt im Rücken sofort mit hochgehen. Das heißt, auf keinen Fall beim Hochgehen nur den Arsch hochschieben und den Rücken eben auch unten lassen. Das heißt, der obere Rücken mit der Hantel muss komplett gerade direkt mit hochgehen. Ja? Das ist dann oft ein Zeichen, dass zu viel Gewicht genommen ist. Da müsst ihr das ein bisschen runter machen, das Gewicht, und eben noch mehr an der Technik arbeiten. So, jetzt geht es um die Griffposition, wo wir die Hantel anfassen. Das ist eben auch oft ein Ding von der Beweglichkeit. Zu empfehlen ist es immer, so eng wie möglich die Hantel zu nehmen. Schultern leicht nach hinten ziehen, damit wir eine gute Auflagefläche für die Hantel dann eben auf dem Rücken haben. Okay, geh mal drunter. So. Genau. Ellbogen sind immer reingezogen und leicht nach unten gezogen und Schultern leicht nach hinten, dann haben wir oben eine gute Auflagefläche für die Hantel. Okay, die Josie nimmt auch eine Fersenerhöhung, das ist aber nur eine kleine, das ist so ein halber Zentimeter vielleicht, das reicht dir. Deine Fußgelenke sind nicht so kaputt wie meine. Und da müsst ihr halt auch austesten für euch, also manche brauchen das nicht, aber das kann man auf jeden Fall machen. So, ich lasse die Josie jetzt euch einfach mal 2-3 Wiederholungen vormachen, damit ihr den Bewegungsablauf seht. Okay. Ich sage euch die Schritte jetzt nochmal an und die Josie führt euch das dann mal vor. So, erstmal unter die Hantel und die richtige Griffbreite einnehmen. So, Ellbogen leicht nach unten, Schultern leicht nach hinten. Dann haben wir eine gute Auflagefläche. Okay, rausgehen. So, Stand einnehmen, ungefähr schulterbreit. Fußspitzen sind ganz leicht nach außen. Okay, wenn wir jetzt runtergehen, immer schön Spannung im Rücken halten und hoch. Genau, super. Reinlegen. Die Gewichtsverlagerung auf dem Fuß sollte immer hauptsächlich auf den Fersen sein, aber auch nicht zu extrem. Ich versuche die mehr oder weniger auf dem Mittelfuß zu haben. Trotzdem sollte man versuchen, auf dem Vorderfuß weniger Druck haben wie auf den Fersen. So, gehen wir runter. So. Der meiste Druck ist jetzt auf der Ferse. Knie sind ganz leicht nur über den Fußspitzen, das ist vollkommen okay. Die Spannung im Rücken ist gut da, dass der Arsch nicht einrollt. Und jetzt gehen wir auch sofort, wenn wir hochgehen, geht der Oberkörper genau gerade hoch und kippt auf keinen Fall nach vorne. Okay, mach nochmal. So, der Punkt, was die Beweglichkeit angeht, was man da machen kann, ist,
halt einfach Side Split zum Beispiel. Das heißt hier einfach versuchen, das ein bisschen aufzudehnen oder eben in die Kniebeuge sich reinsetzen. Und jetzt versuche ich mit den Ellbogen meine Knie aufzudehnen. Das kann man auch immer vor dem Training machen, vor dem Training aber nicht zu lange eben dehnen, sonst geht da ein bisschen Kraft und Stabilität verloren. Immer eher nur was für die Beweglichkeit machen, das heißt sich reinsetzen, 10 Sekunden ungefähr, das reicht. So, also ich habe jetzt nochmal ein Wort für die Frauen, weil wir erleben es halt hier auch bei uns immer, die Frauen haben einfach unheimlich viel Angst, viel Gewicht zu nehmen. Die haben Angst, dass sie dann halt eben aussehen wie ein Mann, viel zu männlich, viel zu viel Muskeln. Dazu kann ich nur sagen, dem ist halt nicht so. Also eine Frau kann eigentlich gar nicht zu viel Muskeln auf natürliche Weise aufbauen, dass es halt männlich aussieht. Also keine Angst vor Gewichten. Ich versuche halt auch so viel Gewicht, wie es geht. Also für mich ist das halt eine Motivation, wenn ich mein Gewicht erhöhen kann. Und ich merke einfach, wie der Körper sich formt, aber im Positiven. Also ich bin wesentlich schmäler durch Krafttraining geworden, alles viel geformter, die Taille kommt raus, ja, ein bisschen Bäuchlein habe ich zwar noch, aber auch die Beine, auch wenn sie jetzt vielleicht ziemlich kräftig wirken, gerade in so einer Leggings halt, aber sie sind halt wesentlich geformter, gerade wenn ich einen Rock oder so auch trage. Also man sieht einfach diese Einkerbungen und es sieht wirklich schön aus. Und also ich finde es persönlich halt auch sehr schön. Aber man kann einfach nicht zu männlich, zu kräftig aussehen, wenn man sich halt auch mal Fitnessmodels anschaut oder so. Also sieht halt wahnsinnig schön aus und halt extrem weiblich. Allein der Po halt auch, gerade bei den Squats, wo wir ein Squat-Tutorial machen, das ist halt schon krass halt, wie der Po sich einfach anhebt, ja, eine Runde, richtig schöne Rundung bekommt und das sieht halt einfach fraulich aus. Also es ist weiblich und hat nichts damit zu tun, dass man aussieht wie ein Mann mit richtig viel Muckis. Also, keine Angst vor Gewicht. So, ich denke mal, dann sind wir erstmal durch, was die Grundlagen angeht. Und jetzt kommt ein Punkt, der ist halt eher dazu da, um mehr und höhere Gewichte zu bewegen. Und zwar sieht man das bei guten Gewichthebern oft, die benutzen halt extrem ihren Dehnrückzugreflex, heißt das. Dehnrückzugreflex ist, wenn die Muskeln mit Spannung gehalten werden und man lässt sich einigermaßen zügig reinfallen, aber verliert trotzdem natürlich nicht die Spannung. Das zieht den Muskel ein bisschen auf und jetzt versuchen wir sofort wieder uns hochzuschießen und nutzen eben dann wie so ein kleines Gummiband den Rückzugreflex vom Muskel und das gibt uns gerade von unten raus ein kleines bisschen mehr Power und das ist nicht nur dazu da, um einfach höhere Lasten zu bewegen, das wird euch auch helfen, allgemein an Kraft zuzulegen, weil der Dehnrückzugreflex kann auch durch Training verbessert werden und resultiert dann eben auch in allgemeiner Kraft, was Sprungkraft oder sonstige Sachen angeht. So, wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich mich recht zügig nach unten bewegt und dann aber auch schnell wieder raus, aber niemals die Spannung verlieren. Nicht einfach hier reinfallen lassen, sondern mit Spannung das Gewicht aufhalten, mit den Muskeln aufhalten, nicht einfach in die Gelenke reinfallen lassen und dann eben den Rückzugreflex nutzen und zügig wieder aufstehen.